So Leute, da sind wir wieder. Manfreds Baustelle in Hua Hin. Ja, eine Woche ist vergangen. Der obere, also das erste Stockwerk bereits betoniert. Manfred hat mir vorher gesagt, dass vor etwa einer Stunde sind sie fertig geworden. Die Bauarbeiter werden jetzt auch noch eine Woche da bleiben, also dieser Trupp da drüben, und werden dann noch die Treppe betonieren vom Erdgeschoss hoch ins erste Obergeschoss. Und das ist da wo man hier das Loch sieht in der Decke, da wird dann die Treppe betoniert. Ja, ich sage es immer wieder, es geht sehr, sehr schnell. Man sieht auch, dass die Erde etwas feucht ist. Ich glaube, da hat es auch geregnet. Stockwerke wird es 1 geben. Also das ist jetzt hier einmal das Erdgeschoss. Und danach gibt es noch das erste Geschoss mit Zimmern, Badezimmer etc. Und dann kommt das Dach. Also es wird so sein, dass nochmals solche Säulen oben auf das erste Stockwerk kommen. Solche Säulen, wie wir hier sehen. Und danach wird der Bautrupp ausgetauscht. Dann kommen die zuständig sind für das Dach, und die werden dann beginnen mit der Dachkonstruktion. ADK2, danke für dein Abo und den Support. Da ist Manfred. Hallo Manfred. Hallo. Wie geht's heute? Geht gut so, ja. Fit, alles klar. Ja. Baustelle auch. Alles in Ordnung. Alles im Plan. Aha. Zufrieden bis jetzt, hä? Ja. Ich habe gerade gesehen, ihr habt noch was zu essen bestellt für die Arbeiter. Die machen gerade Pause. Ja, die sind für heute fertig. Wenn jetzt das Betoniert ist fertig und jetzt haben sie keine Arbeit mehr für heute, sei ihnen gegönnt, ne? Ja. Ist das üblich, dass ihr ihnen was zu essen gibt, zu trinken etc.? Ja, normal schon. Normal schon, he? Also wenn wir rausfahren, wir fahren ja zur Zeit nicht jeden Tag raus, aber wenn wir rauskommen, bringen wir immer was zu essen mit oder bestellen was für sie. Ja. Ja. Ja, oder die Freude. Trinken halt. Ja. Ja, es ist immer noch jedes Mal interessant, wenn ich so sehe, wie sie hier leben, gell? Nachher geht es weiter an eine andere Baustelle, also der Bautrupp. Ja. Weißt ja. du schon, wohin sie gehen? Haben sie was gesagt? Oder? Ja, die gehen nach Cham. Nach Cham, okay. Ja, und machen dann Fliesen. Ja. Fliesen? Fliesen, ja. Okay. Aber kommen die nachher auch wieder zu dir, um Fliesen zu machen, das nicht? Weiß nicht, das ist und, so ein ja. bisschen... Mit dem Covid ist alles ein bisschen durcheinander gerade. Die Maurer habe ich jetzt auch erfahren. Das wird sich auch um 14 Tage nach hinten verschieben. Da ist auch einer positiv ja. von dem Trupp. Jetzt verschiebt sich das einmal nach 14 Tagen nach hinten, aber das ist ja jetzt eh noch nicht aktuell. Ja. Aktuell ist jetzt das Dach danach, ne? Aha. Und dann kommt der erste Maurer-Trupp. Also das heißt, ein Maurer wurde positiv getestet, aber ja. die sind noch nicht bei dir, die sind noch bei einer anderen Baustelle. Die sind woanders noch, ja, die sind noch. Und der muss jetzt in Quarantäne und... Ja, und der ganze Trupp muss in Quarantäne. Ja, ah, der ganze Trupp. Ja. Aber so wie ich mitgekriegt habe, auch dieser Trupp hier, gell, wenn die fertig sind hier, die werden auf Covid getestet, ja, stimmt ja. das? Ja, die werden getestet. Aha. Und dann werden sie erst freigeben für die andere Baustelle, wenn sie negativ sind. Wahnsinn. Also das heißt, wenn jetzt einer von denen positiv ist, gehen ja, alle in Quarantäne ja. für 14 Tage Richtig. Und erst dann dürfen sie auf die nächste Baustelle. Ja. Wahnsinn. Ja, hast du. Und wie ich erfahren habe, sind von den Maurern sind viele vom Ausland, also im Januar raus und so. Und da hätte es halt große Schwierigkeiten, dass die überhaupt Arbeitserlaubnis kriegen. Ja.
wegen Covid. Ja. Und ja, jetzt deswegen haben sie unsere schon nach 2 Wochen nach hinten verschoben. Ich hoffe, dass es alles ist, dass nicht noch mehr kommt. Ne? Aha. Sie haben wirklich einen Mangel an Maurer. Ne? Wer Interesse hat in Deutschland, der kann sich mal melden. Ja, ja. Ja, das wird wahrscheinlich das gleiche Problem mit der Arbeitsgenehmigung. Ja, ja, schauen wir mal, wie es hier ausschaut. He? Was haben Sie diese Woche gemacht? Da noch ein bisschen Verschalung wahrscheinlich. Ja, stellen Sie ja unter alles ins Gerüst gemacht. Ne? Mhm. Das hat ja schon einmal 3-4 Tage gedauert, bis alles fertig war. Und dann haben sie die Verschalung gemacht, außerhalb. Aha. Also etwa drei Tage für das Gerüst fertig. Ja, so etwa. Aha. Und gestern haben sie dann die Außenmauern betoniert. Ja. Und heute Morgen haben sie dann die Betonplatte zuerst gemacht. Ja. Und danach haben sie dann Beton gegossen. Als alles heute passiert. Ah, okay. Wurden diese Elemente, die wurden so in, also maßgefertigt geliefert oder wurden ja, ja, die wurden maßgefertigt geliefert. Ja. Okay, und dann die sind noch übrig oder ist das für den Treppenbereich vielleicht noch? Ja, das sind da noch, aber das ist für wenig. Ja, stimmt. Ja, schauen wir mal schnell rein da. Ja, das Bausystem ist auch wie bei mir, oben diese Elemente. Also wir werden nächste Woche werden wir hochgehen, wenn die Treppe dann gemauert ist. Aber hier kann man sehen, zuerst haben sie da oben von Pfosten zu Pfosten betoniert. Mit Eisen, mit Stahl und dann kommen die langen Elemente. Diese Betonelemente werden dann oben drauf gelegt und auf diese Betonelemente kommt dann noch Beton. 5 cm Beton noch. Ja. Der ist schon drauf jetzt, ne? Der ist schon drauf, okay. Also wir sind es heute Morgen gemacht, ja. Und heute Mittag haben sie dann den Beton. Und so um 12 Uhr angefangen, das hat ja nur eine Stunde gedauert. Und jetzt trocknet er. Aha. Eingelegt wurde nichts, gell, irgendwie. Eisen, aber ja. So Wasserleitungen und so nichts, gell? Nee. Das wird alles ja, dort hinten hochgezogen. Okay. Mario, zeigst du dein neues Sommerhaus? Ja, das ist meine Poolvilla in Hua Hin. Da ist noch Manfreds Frau und Jui. Jui heute wieder mal ein super schickes T-Shirt angezogen. Jui, your shirt. Hm? Oh. Ciao. Jui schaut wieder aus heute. Hi, hi, hi. Ciao. Ja, Eingangsbereich. Pfosten. Nach wie vor in Plastikfolie, damit es schön feucht bleibt. Ein Bild von Mario auf dem Shirt, ja genau. Ja, schaut wirklich gut aus. Ne? Ja, noch ein bisschen Regen wäre auch nicht schlecht, he? Dass das alles schön feucht bleibt. Wahrscheinlich ideal. Es darf ja glaube ich auch nicht zu schnell trocknen. Also ich weiß noch, bei meinem Bau haben sie immer gesagt, der Beton soll immer ein bisschen befeuchtet werden, wegen der chemischen Reaktion, dass das nicht irgendwie bröckelt oder so. Aber bei diesen Temperaturen trocknet das wahrscheinlich relativ schnell. He? Ja, vorhin hat es einmal geregnet, kurz. Ja. 15 Minuten. Die Arbeiter gesagt, das ist ganz gut. Wenn sie fertig sind, ist egal, wenn es regnet. Ja. Aber wenn sie unterm Betonieren, also, dann wäre es nicht so gut. Ja, ja. Nee, das sehe ich auch so. Das ist glaube ich, ganz gut, wenn es jetzt ein bisschen regnet. Ja. Chat, ich zeige euch noch mal schnell, für die, die es noch nicht gesehen haben, wie das ausschaut, wenn es fertig ist. So wird das dann sein, das Haus. Preis ist 2,5 Millionen Baht, nicht Euro, Baht. Wann kommt der nächste Trupp, sofern alles
Ja, die Dachfirma, die kommt am 5. Juni. 5. Juni. Ja, das ist ja auch schon in einer Woche, oder? Samstag in einer Woche. Samstag in einer Woche, okay, ja. Preis 2,5 Millionen, das haben wir schon mal beantwortet. Ja, das wird schon ein bisschen mehr wäre, bis er da ist. 2,5 ist also nur das Haus. Aha. Ich habe schon gesagt, aber für die neue MZ, man muss ja noch die Außenmauer rechnen, bis man das Grundstück dazu rechnet. Also ich rechne nachher, wenn es fertig ist, so mit knapp 4 Millionen mit Pool, rechne ich mal. Aha, alles fertig, Mauer, Land, Haus, ja. Pool, ca. 4 Millionen ja, so. Bad. Ja. Ja. Nicht Euro, Leute, Bad. Ja. Ja, bin ich gespannt dann, vor allem auf den Pool. Ja, den bin ich auch gespannt. Ja, Pool interessiert mich extrem. Ja. Ja. Ja, und vor allem auch. Wie den nachher genau macht, den Pool. Aha. Und vom Platz her ist ja auch beengt. Ein bisschen, ne? Ich habe im Prinzip nur von hier, vom Eingang, so 2 Meter weggehe ich vielleicht. Aha. Und dann kann ich hier den Pool 7, 8 Meter sehr lang. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Schwung, ne? Weiß ich nicht genau. Ja. Ob ich jetzt ganz gerade mache oder ob ich dann vielleicht ein bisschen so geschwungen mache. Aha, ja, das wäre auch noch schick. Ja. Das wäre auch noch eine Idee. Dann könnte er vielleicht 1 Meter, 2, 3 Meter länger sein. Dann könnte hier noch ein bisschen der Platz. Sonst könnte ich nur gerade. Jetzt wäre halt die Frage, was machst du? Machst du Mauer vor dem Pool oder erst danach dann? Damit sie noch dazukommen. Nee. Das müsste man schauen. Der Pool wird nach der Mauer. Der Pool wird nach der Mauer. Ganz zum Schluss. Ja, ja. Bist du sicher? Ja. Okay. Weil es macht ja nichts, die Einfahrt ist ja nachher da vorne. Ja. Da können sie auch hinfahren, können hier arbeiten, ne, mit dem Pool. Hier hast du dann genug Platz zum Arbeiten noch. Ja. Ja, eben, das wäre bei mir jetzt eben auch die Frage. Weiss. Nicht, dass wenn sie da, die müssen ja dann mit dem Bagger ein Loch machen, oder? Ja. Weiß nicht, dass irgendwie zu viele Vibrationen etc., dass nachher irgendwie die Mauer noch Spannungsrisse kriegt oder so. Da kommt ein bisschen auf die Firma an, die Mauer macht. Aber. Oder dass man vielleicht das Loch zuerst macht und dann. Aber man muss halt dann schauen, was sie dir empfehlen, gell? Mhm. Was machst du an dieser Mauer? Machst du noch irgendwas oder lässt du die so, wie sie ist? Ach gut, es kann sein, dass man sie mal später mit dem Nachbar absprechen, dass man sie streicht oder so, ne? Ja, ja. Farb drauf, dass es wieder schön aussieht. Aber ich muss ich erst sprechen mit dem Nachbar, der ist ja bereits gar nicht da, der ist ein Norweger. Aha. Ja. Also ich weiß zum Beispiel bei uns, als wir die Mauer gemacht haben, wir haben unsere Mauer ja auf unserem Grundstück gemacht. Das heißt, der Grenzstein ist eigentlich also zwischen dieser Mauer und allenfalls dann deiner Mauer, wenn du eine machen würdest, machst du ja wahrscheinlich aber nicht, nee. Müsste etwa 5 cm Luft sein dazwischen. Ja. Weil bei uns hat der... Nee, ich werde die Lasse da streichen. Ja. Absprechen mit dem Nachbar, wenn er mal da ist und dann... Ob er es zulässt. Ich denke, dass da niemand das dagegen hat. Oder sonst machst du ein paar Pflanzen, Thuja-Wand oder so irgendwas. Oder sowas, wenn man nachher, ja. Ja, weil man sieht, seine Mauer ist gute 20 cm auf seinem Land. Weißt du, vorne ist ja der Grenzstein. Der Pfosten ist der Grenzstein, nehme ich an, oder? Ja. Er hat auf safe, aber das ist gut, er hat auf safe gemacht. Ja. Na gut, wenn wir nachher die Mauer ziehen, dann muss jetzt das Vermessungsamt und der Grundstückbesitzer auch dazu. Ja. Weil sonst gibt es nachher vielleicht bloß Stress, man weiß das nicht. Also mein Tipp, wenn ich meinen Senf dazugeben kann, schau, dass du ja alles auf deinem Grundstück machst. Ja, nichts beim Nachbar drüben. Ja, kann man ja gar nicht mehr, weil er hat ja sein Senf schon gezogen. Ja, aber... Na gut, du meinst jetzt die 20 Zentimeter. Genau, unbedingt ja nichts da drin machen. Weil bei uns war es genau so, mein Nachbar, also der eine von vieren, der hat... seine Mauer auf meinem Grundstück gehabt. Und als das Land Office kam, die haben das ausgemessen und der musste
sein. Also es war keine Mauer, es war ein Zaun. Der musste den Zaun versetzen. Mhm. Das Land Office hat gesagt, versetzen, es ist nicht auf seinem Land. Und der musste den ganzen Zaun, war zum Glück nur ein Betonzaun, versetzen. Darum da würde ich persönlich schauen, dass du auf keinen Fall von deinem Grenzstein drüber rausgehst, sondern eher, wenn der Grenzstein hier ist, dann würde ich eher die Mauer da drin machen. Weil das könnte irgendwann, wenn da drüben mal ein anderer Bauherr kommt oder irgendeiner, der Ärger will, dann musst du alles versetzen. Ja, da muss man mal schauen, dann, wenn es soweit ist, wenn das Land da ist, dann muss man schauen, dass die Leute, dass man sich mit in den Gott schließt. Das würde sich ja eignen hier für irgendwie eine Tuya-Wand oder irgendwie eine, einfach, dass man die Mauer nicht sieht und oder du machst selber eine, wie auch immer, auf deinem Grundstück. Wo dann noch eine Mauer dazukommt. Ja. Jetzt kommt doch gerade noch jemand, Bauarbeiter. Jemand fragt noch, Pool macht eine Spezialfirma. Ja. Aber da hast du wahrscheinlich noch nicht geschaut, wäre, oder? Nee. Das ist noch viel zu früh. Die Firma Banrak macht es auch. Aber ja. Die war man dann im Prinzip halt nur gesagt, ist nicht keine Firma, wo spezialisiert ist auf Pool. Ja. Und dann waren sie auch für das, dass sie nicht spezialisiert sind, mir zu teuer. Ja. Wahrscheinlich. Schauen wir dann nachher ja in Hua Hina, dort schauen wir mal um, mal Erfahrungen, wenn man im Chat vielleicht Erfahrungen hat. Ja. Eine gute Firma weiß. Wenn er ruhiger mal weiß, an dich wende. Ja. Ja, also Leute, die eine gute Poolfirma kennen, Raum Charm Hua Hin, könntest du reinschreiben in den Chat. Aber eine gute, nicht irgendwie für eure Freunde oder Verwandten da irgendwie Werbung machen. Die Schlingel, die kennen wir. Ja, weißt, schreiben da immer was rein, ja, weiß diese Firma gut und am Schluss, ja, hast kein Pool, hast irgendeinen Teich. Ja, jetzt kommt dann irgendwann in ein paar Monaten das Interessante, wenn du zum Baumarkt fahren kannst, alles aussuchen. Was? Bist du nicht da, oder was? Nee. Gehst du wieder zurück? Ja, ich muss nach Deutschland für zwei, drei Monate. Meine Frau bleibt hier. Aha. Ich muss im August zurück. Ah, okay. Ein paar Sachen erledigen. Gefährlich? Nö. Ja, du Frauchen alleine da aussuchen, dass plötzlich eine pinke Toilette oder so. Oh. Hey, Badezimmer, lila und so Zeug. Das machen wir da schon online. Okay, ja gut. Es sind noch 10 Wochen, bis ich wieder nach Hause fliege. In der Zeit können wir die Fliese schon raussuchen. Ah, okay, gut, die gut. Die werden dann erst geliefert, wenn es soweit ist. Aber die kannst du schon vorher kaufen. Ne? Ja. Ja, also wenn meine Frau also das alleine gemacht hätte, da wäre alles pink gewesen. Nein. Da haben wir uns schon drauf geeinigt mit dem Pink. Okay. Schlafzimmer der Schlafzimmer. In Pink. Ja, ja. Sonst nichts. Okay, nix. Ja. Passt. Unser Haus insgesamt von der Farbe her. Ja, hier hat bei so also, hat's nichts drauf, was man nicht sehen darf. Ja. Okay. Aha. So. So diese Farbe, hä? Ja, die rechte Seite, nicht vorne. Aha. Hier hinten Haus, ja, hier. Ja, hinten, ja. Ja. Genau mit so, dieselbe Farbe, ja. Wie auf dem, okay, wie auf dem Bild, ja. Fast wie auf dem Bild. Ja, passt. Ja, und dann links die Seite, ja, mit Balkon, ne? Oben im Balkon. Ja. So sieht es auch, das ist, ja. Ich glaube, man sieht es gar nicht so gut bei mir auf der Kamera. So? Ja, es geht doch, es geht, glaube ich, jetzt geht es, ja. Passt, ja. So, okay. Ja, genau. So Farbe, ja. Also Pink ist keins dabei. Nee. Ja, schick. Ja, gut. Ja. Oder auch noch nicht. Geht jetzt wieder los. Ich muss mal ein Stück Wasser. Ah, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss Manfred, ciao. Tschüss, ciao.